Ah oh, willkommen Leute. Ich habe im Stream, wurden mir ein paar Level zugeschickt, Mario Maker 2. Und das ist eins davon, was wir jetzt spielen werden. Ich habe diese Level nicht geschafft. Ich habe bestimmt 3 Stunden oder so habe ich an jeweils an einem, also in einem anderen Level, das habe ich nach 2 Stunden abgebrochen. Dieses Level hier nach 3 oder 4 Stunden. Und dann nochmal nach 1 Stunde im nächsten Stream. Und ich habe dieses Level nicht geschafft. Deswegen werde ich jetzt hier dieses Video machen. Und versuchen es nicht im Stream, sondern in dem Video zu schaffen. Weil ich denke, in dem Video ist es bestimmt ein bisschen einfacher zu schaffen, wenn man sich voll fokussen kann. Und außerdem will ich meine Streams nicht mit recycelten Leveln durchböllern. Deswegen machen wir das jetzt hier im Video. Und ich will euch mal zeigen, wie schwer dieses Level ist. Beziehungsweise, wie man da so krasse Probleme haben kann. Also ich weiß, für einige von euch ist es vielleicht gar nicht so schwer, das Level. Ihr kriegt das wahrscheinlich viel früher hin. Aber ich finde es extrem schwer. Und ich nehme euch einfach mal mit. Das ist vom guten Pinky-Chan. Level-ID habt ihr oben gesehen. Also wer selber mal spielen möchte, kann es gerne spielen. Und hier werden einfach nur P-Switches verlangt. P-Switch-Jumps. Der erste Part, finde ich persönlich, ist sehr einfach. Bis auf diese Röhre. Das ging, glaube ich, ziemlich gut. Aber jetzt kriege ich es am besten auf First Try. Das wäre brutal. Oh. Oh mein Gott, das sieht gut aus. Ah! Und genau das ist nämlich das Problem. Hier sind 2, 3 extrem schwere Stellen. Ich habe euch jetzt erstmal komplett mitgenommen. Und es sind 2, 3 extrem schwere Stellen. Und weiter kam ich noch nicht so wirklich viel weiter. Das ist halt das Problem bei diesem Level. Und genau das ist auch das Problem mit dieser Röhre. Diese Röhre, die nervt mich jedes Mal, weil die einfach nicht... Die lässt sich einfach nicht immer rein. Das ist so ein Problem. Oh. Das Problem ist, dass dieser Pinky-Chan in dem Stream meinte, das wäre ein Medium-Level. Also, sprich, er hat noch ein hartes Level. Das ist, für mich ist es kein Medium. Für mich ist das schon hart. Und da das Level nicht so viele Clears hat, wage ich mal zu bezweifeln, dass es nicht nur für mich hart ist. Leute, hier sind wir jetzt schon mal so weit. Bisher kamen wir noch nicht so weit. Das ist jetzt die, in meinen Augen, schwierigste. Ah! Das ist in meinen Augen die schwierigste Stelle dann. Weil der P-Switch hat nämlich, ich glaube, 3 Ankerpunkte, wo man abspringen kann. Und hier ist es halt einfach, muss immer den untersten treffen, ansonsten hast du ein Problem. Also einmal kam ich weiter als die Stelle und dann in der nächsten Stelle bin ich dann komplett ausgeschieden. Oh mein Gott! Das ist immer das Schlimmste. Am Anfang zu sterben. Das ist so traurig. Oh, ich wusste es. Wisst ihr, Leute, mir fehlt hier einfach ein Checkpoint. Mir fehlt hier einfach ein Checkpoint an dieser Stelle, damit ich den Anfang nicht immer wieder machen muss. Oh. Da an der Stelle hätte mir ein Checkpoint echt... der fehlt mir da. Den hätte ich mir echt gewünscht an der Stelle. Okay. Ja, okay, jetzt geht's nämlich nach rechts. Lol. Ich bin jetzt nämlich letztes Mal nämlich nach links bin ich gegangen. Also, muss ich gerade gucken. Ne, das ist jetzt rechts. Also in die Richtung für euch. Für mich ist es andersrum. Weil die Pfeile mich da so irritiert hatten. Oh! Ja, ich liebe diese Röhren, die nach oben gehen. Ich liebe sie einfach, weil die sind so fair. Da kommt man immer durch, egal ob man hochdrückt oder nicht. Oh, oh Mann, das frustriert mich so sehr. Oh mein Gott, war das knapp. Ich habe schon ehrlich abgeschlossen eben. Ich dachte eben, ich bin tot. Mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, war klar, war doch irgendwie klar, dass ich dann so blöd sterbe. Oh Mann. Och Mann, oh, ich hasse diese Röhren, die da oben gehen. Die sind so schlimm. Ich bin gerade an einem Punkt, wo ich das Level am besten aufgeben will schon wieder.
Das ist nicht mal normal. Och Mann, oh, ich war doch gar nicht an der Spike dran. Oh, lass uns mal Röhren so nach oben platzieren, dass du die triffst. Oh, aber wenn du dann trotzdem triffst, dann geht's in 60% der Fälle einfach nicht rein. Lass uns das mal so machen. Oh mein Gott. Röhren aufwärts. Beste, was es jemals gibt. Oh Mann. Das macht mich so sauer. Das macht mich so traurig. Okay. Jetzt nach rechts. Später abspringen, okay? Später abspringen. Und dann kommt diese ganze... Das ist, glaube ich, das aus dem Titelbild. Dieses P-Switch-Zeug da. Und er hat gesagt, das Level ist dann fast vorbei. Wenn ich das geschafft habe. Oh, Krebs. Krebs. Okay, sehr gut, sehr gut. Oh, Lernkurve ist da. Was jetzt? Da ist nur... Oh nein. Oh! Ziel, sei Ziel. Oh mein Gott, ich muss es immer und immer wieder dahin schaffen. Das ist doch jetzt ein halber Blindjump. So weit kam ich echt noch nie. Und jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss es wieder dahin schaffen jetzt. Wieder dahin. Ich meine, wieso hat er denn nicht einfach mal einen Checkpoint hingebaut? Was wäre denn so schwer daran, einen Checkpoint hinzubauen? Um das Level fairer zu gestalten, mach hier einen Checkpoint hin und nach der nächsten Röhre. Das ist so viel fairer, das Level dann. Es ist so frustrierend. Es ist so frustrierend. Ich habe absolut keine Lust mehr. Weil ich genau weiß, was mich da noch erwarten wird. Oh Mann! Hey! Lass uns mal diese Krebsröhre dahin platzieren, damit man nicht immer durchkommt, damit man noch mehr frustriert ist und noch mehr Tode hat, damit die Clear Rate noch weiter runtergeht. Hey, das wäre eine gute Idee. Lass uns mal keinen Checkpoint einführen, damit es einfach noch schwerer ist. Oh mein Gott, war das knapp. Das ist so fucking schwer. Ach, diese Röhre da jedes Mal. Oh mein Gott. Nein! Büb. Oh, geh mal nicht rein. Büb. Oh, versuch's nochmal. Büb. Geh nicht rein. Warum auch? Das zweite Mal jetzt in Folge! Büb! 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 Schon wieder! Ich muss hier halt noch aufpassen. Meine Nachbarn denken sonst auch, ich krieg einen Schlaganfall oder sowas bei den ganzen Geräuschen. Ist fast so hochgesprungen. Oh mein Gott, ich dachte, ich schaff's nicht. Ganz kurz. Ganz kurz. Schlückchen trinken. Schlückchen trinken und dann weiter geht's. Okay, es war. Ich weiß gar nicht, was hier genau war. Runter. Oh mein Gott. Was? Warum? Sind das die letzten P-Jumps? Oh Mann. Ich bin gebrochen. Ich bin so gebrochen. Dieser P-Switch-Sound auch jedes Mal aufs Neue. Ich kann's nicht mehr hören, diesen Sound. Büb. Büb, 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 büb. Mann, spring doch, wenn ich B drücke. Und dann wieder von Anfang, weil er feine Herr Pinky Chain sich zu fein war, einfach mal irgendwo einen Checkpoint hinzulegen. Oh. Von mir aus, mach doch da bei dieser blöden Stelle dann, da wo ich eben... Also wenn du hier weiterkommst, dann nicht hier, sondern dann die nächste Stelle. Na, diesen kleinen Pieces-Jumps, da unten. Mach doch da einen blöden Checkpoint hin. Nee.
Den Checkpoints ist von Noobs, lese ich dann immer wieder. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, jetzt das Schwerste. Hey! Ich hab B gedrückt, er ist wirklich erst so eine halbe Sekunde später abgesprungen. Oh, komm schon, jetzt hier nochmal. Leute, bitte. Baut Checkpoints ein. Wenn ihr Level baut, baut bitte Checkpoints ein. Nicht jeder ist so krass wie ihr und schafft es in den ersten Versuchen. Nicht jeder schafft beim ersten Mal. Baut bei solchen Levels, wo die Frustrationsrate so hoch ist, baut da Checkpoints ein, bitte. Ich sitze seit einer Stunde an diesem Level, seit einer Stunde, und sterbe immer an den gleichen Stellen. Würden Checkpoints drinne sein, da hätte ich so viel mehr Spaß, weil ich immer wieder im Progress spüren würde. Dann wäre ich ja auch schon längst, müsste ich diese blöde Stelle hier nicht immer tausend und tausend Mal machen und mich jedes Mal über dieses blöde Rohr hier aufregen. Das ist jedes Mal das Gleiche. Baut bitte Checkpoints in eure Level. Bitte. Och Mann, es nervt mich langsam. Jedes Mal an dieser kleinen Drecksäure. Ich hab langsam echt keine Lust mehr. Also ich habe wirklich keine Lust mehr. Dieses Level, das nervt mich nur noch. Es macht mich so aggressiv. Die Röhren, die nicht funktionieren immer wieder, die dann wo du genau im Millimeterbereich rein musst. Dann keine Checkpoints. Du darfst keinen Fehler, also nicht einen Fehler darf man hier machen. Jeder Fehler wird komplett bestraft. Langsam macht mich das richtig sauer, das Level. Das macht mich richtig aggressiv. Da, es ist die ganze Zeit so. Und hättest du einen scheiß Checkpoint irgendwann mal reingemacht, dann müsste ich denn diese Stelle nicht die ganze Zeit nochmal spielen. Hättest du nur einfach irgendwo einen Checkpoint reingebaut. Nein, es ist ja mit Checkpoint, es ist ja zu einfach. Man will ja, dass die Clearrate so weit wie möglich nach unten geht. Man will ja einfach nur, dass die Leute frustrieren. Wisst ihr, ich bin jetzt schon mindestens 80 Mal oder sowas gestorben an dieser blöden Röhre. Hätte er einfach nur wenigstens einen Checkpoint hingebaut, dann wäre ich so viel früher schon fertig oder wäre ich vielleicht schon so viel weiter, hätte ich noch so viel mehr Lust, anstatt jedes Mal aufs Neue diese blöden Passagen zu machen, wo du einfach nur frustrierst, weil der in die Röhre nicht geht, weil diese Stelle da zu eng ist und da musst du das richtige Timing erwischen. Nein, einfach, weil die Leute sich denken, nö, Checkpoint ist kacke. Die sollen es auch schaffen. Ich kann das. Ich als Levelbauer, ich kann das in einem Zug. Und dann müssen es alle anderen auch können. Ich sitze seit knapp eineinhalb Stunden sitze ich jetzt an diesem blöden Level und es frustriert mich einfach nur. Jeder andere, den ich kenne, den ich selber zuschaue, da diese Scheißröhre jedes Mal, den ich zuschaue, die würden schon längst aufhören. Und ich habe das im Stream abgebrochen, das Level. Aber ich habe so viel Ehrgeiz, weil ich so weit jetzt schon war. Ich will jetzt nicht, dass es jetzt hier drei Wochen, wo ich das immer wieder probiere, einfach umsonst ist. Das will ich einfach nicht. Und hätte er so einen fucking Checkpoint irgendwann mal irgendwo hingebaut, dann wäre ich wahrscheinlich schon längst fertig. Also ganz ehrlich, wenn jetzt irgendjemand da draußen dieses Video sieht und sich sagt so, hey, bei ihm Stream komme ich mal rein und schicke auch solche Level ein, ich spiele solche Level nicht mehr. Ich spiele diese jetzt noch mal, also solche Level spiele ich in Zukunft, die probiere ich an. Die spiele ich maximal 10 Minuten, weil das ist einfach unfair. Diese Level sind einfach blöd. Könnt natürlich gerne bei mir im Stream vorbeikommen, könnt eure Level posten. Alles was ihr habt, könnt ihr gerne, ich spiele alles. Aber wenn da Shell Jumps zum Beispiel sind, ich kann keine Shell Jumps, dann kann ich das Level halt nicht spielen, dann muss ich ein anderes Level von euch nehmen. Baut Checkpoints bitte ein, wenn ihr mein Level einschickt. Und macht da irgendwas, das fair ist. Ein Thema oder so. Ja, das ist ja auch ein Thema, das sind P-Switch Jumps. Ja, ich habe jetzt schon so viele P-Switch Jumps in meinem Leben gemacht. Ich habe das gelernt durch diese Streams. Aber ich sitze halt einfach jetzt eine Stunde und 20 dran. Eine Stunde und 20 sitze ich jetzt an. Nur heute, an diesem Kack-Level. Ich hab's ja noch im Stream noch mal eine Stunde, noch mal zwei Stunden. Und ich will es einfach heute schaffen. Weil mich dieses Level ja schon seit drei Wochen aufregt. Also wenn ihr bei mir im Stream reinschaut, schickt mir gerne Level. Aber bitte, bitte lasst es gute Level sein. Kein Troll-Level spiele ich, wenn ich sehe, das ist ein Troll-Level, dann quitt ich. Weil mir machen Troll-Level einfach keinen Spaß. Schickt mir einfach gute Level, wenn ihr wollt, dass ich eure Level spiele. Twitch.tv/Beckers und ballert. Ich wusste, dass es irgendwann passieren wird. Ich wusste es. Dass er nicht in die Röhre rein will und dann dagegen knallt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sowas passiert. Macht auch keine Röhre nach oben. Die einfach nur geradezu zu erreichen sind. Macht das bitte nicht.
Das ist einfach nur Krebs. So, Leute, ich habe jetzt gegessen. Musste mal ein bisschen runterkommen. Und nach über eineinhalb Stunden kann ich mir auch mal was zu essen machen. Essen holen. Und jetzt hoffe ich, dass es jetzt besser vorangeht. Oh mein Gott. Hui. Da sind wir wieder. Es ist, also dieser Part ist sau schwer. Weil das, du, das geht ja, ich glaube, je schneller das, je länger das nach unten fällt, desto schneller wird's auch. Deswegen wird's halt sau schwer dann, ab einem gewissen Punkt. Okay. Ja, okay. Wir kommen weiter jetzt, mittlerweile. So, jetzt. Oh mein Gott. Nee, oder? Ja! Ja! Ah! I'm done. Finally! Oh mein Gott! Wie war der 8 Sekunden schneller als ich? Wie soll das möglich sein? Oh mein Gott, ich hab's endlich geschafft! Ich hab's... zwei Stunden geht die Aufnahme, davon war ich 15 Minuten essen. Knapp eine Stunde 45. Eine Stunde 45 sitze ich jetzt davon. 3 Wochen sitze ich an diesem Level. Nicht jeden Tag zugegeben. Aber sonst 3 Wochen begleitet mich dieses Level. Und jedes Mal komme ich nicht so weit. Endlich habe ich es geschafft. Fucking endlich. Oh mein Gott, es fühlt sich so gut an. Es fühlt sich einfach so gut an. Ihr könnt mir das gar nicht glauben. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Oh, ich bin raus. Danke, danke fürs Einschalten. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Schaut bei mir auf Twitch vorbei. twitch.tv/Beckers von Ballard. Dort streamen wir sowas. Dort streamen wir auch andere Sachen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Haut rein, ciao, ciao.